liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei unserer heutigen Kundgebung vor der einzigen deutschen Urananreicherungsanlage. Viele von euch sind ja wahrscheinlich auch beim Ostermarsch dabei gewesen. Da sind wir noch mehr Leute gewesen. Trotzdem ist es heute ein großer Erfolg für uns, weil es eine der größten Demonstrationen ist, die wir überhaupt hier gehabt hatten in Gronau. Und insofern ist es ein deutliches Zeichen Richtung Düsseldorf und Richtung Berlin, dass diese Anreicherungsanlage auch gestoppt werden muss. Ich höre gerade, dass da hinten noch ganz viele sind, die mich vielleicht nicht verstehen und ruhig noch richtig dichter rankommen können. Auch hier vorne ist noch ein bisschen Platz, wer möchte, kann ganz dicht rankommen. Zu laut? Glaube ich nicht. Ja, wir haben ein buntes Programm heute. Es wird ein bisschen ungewohnt für unsere Kundgebung hier in Gronau. Wir haben Infostände, wir haben den Hau den Lukas, wir haben gleich noch eine Tombola, eine Versteigerung. Wir haben eine ganze Reihe zu feiern. Es gibt Atomkraftwerke, die werden jetzt endgültig stillgelegt und das muss auch gebührend gefeiert werden. Es ist aber eine kleine Feier, auch mit kleinem Programm. Es gibt auch keinen Alkohol, noch keinen Sekt, noch keinen Wein, weil wir haben das richtige Ziel noch nicht erreichen können. Die AKWs, die letzten 9, sollen noch bis ca. 22 laufen, die letzten. Unter anderem auch unser AKW hier in der Region, das zweite Atomkraftwerk in Lingen. Wir fordern natürlich die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke. Und uns fehlt natürlich die Stilllegung der UAA hier in Gronau im Programm. Uns fehlt die Stilllegung des Brennelementewerkes in Lingen. Beide Uranfabriken sollen noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag arbeiten. Beide sind in diesem Konsens- oder Atomausstiegsprogramm nicht enthalten. Andere Fabriken auch nicht, wie zum Beispiel die GNS in Duisburg. An dieser Stelle auch hier ganz herzliche Begrüßung an die Leute aus Duisburg, die heute auch extra auf den Weg gekommen sind und hier in Gronau uns unterstützen. Ja, weiterer Dank an die Busfahrerinnen und Busfahrer aus Münster, die auch mit dem Bus hergekommen sind. Andere haben richtig weite Anfahrtswege auf sich genommen. Aus Aachen ist jemand da und selbst aus dem Wendland haben wir Unterstützung bekommen. Wir sind jetzt ein bisschen mit unserem Zeitplan durcheinander gekommen, weil es hier ein paar Aufbauschwierigkeiten am Anfang gibt. Jetzt haben wir alles im Griff hier, auch dank der Unterstützung der BI aus Ahaus. Auch dafür einen ganz großen Dank. Ich fasse mich jetzt auch kurz. Die Informationen über die Anlage sind bekannt, denke ich mal, bei den meisten. Wer noch Informationen braucht, da hinten gibt es einen Büchertisch mit Informationen. Kurz zum Stand der Dinge. Die Ausbaugenehmigung, die 2005 unter Rot-Grün erteilt wurde, ist jetzt weitgehend umgesetzt. Das heißt, die Ausbaustufe der Anreicherung ist jetzt weitgehend in Betrieb und in Kürze kann hier Uran jährlich für 35 Atomkraftwerke in aller Welt angereichert werden. Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr Uran produziert, als die deutschen AKWs brauchen und auch das wollen wir nicht haben. Die Anlage muss stillgelegt werden und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass in Holland, in Almelo, bei der Schwesteranlage nicht weiter ausgebaut wird. Auch da gibt es gerade ein aktuelles Genehmigungsverfahren. Es gab letzte Tage die amtliche Bekanntmachung, der Genehmigungsentwurf für Almelo ist durch. Das holländische Wirtschaftsministerium hat ihn freigegeben. Die Anlage soll jetzt auf 6.200 Tonnen Trennlastung ausgebaut werden. Das ist noch weitaus mehr als hier in Gronau. Man kann jetzt noch bis zum 10. August Einsprüche erheben. Wir werden auf jeden Fall wieder Einspruchslisten erstellen, auch mit den entsprechenden Verteilern rumschicken. Es ist ganz wichtig, dass von der deutschen Seite viele Einwendungen kommen. Das wird in Den Haag durchaus festgestellt. Wird registriert und teilweise haben wir sogar in der Vergangenheit mehr Einwendungen sammeln können als die holländischen Kolleginnen und Kollegen, die dankbar sind, dass wir derart aktiv sind und die holländischen Gruppierungen unterstützen. Was uns hier in Gronau noch droht, ist ein Zwischenlager, das auch schon 2005 genehmigt wurde. Es soll ab Jahresende gebaut werden und soll letztlich 60.000 Tonnen Uranoxid aufnehmen. Dieses Uranoxid soll aus dem abgereicherten Uranhexafluorid gewonnen werden. Es wird jetzt schon nach Frankreich gebracht, soll da umgewandelt werden und soll als Uranoxid zurückkommen. Das heißt, hier soll unter Rot-Grün eine neue Atomanlage noch gebaut werden. Das darf nicht sein, auch das muss gestoppt werden, denn hier wird Rot für Gronau ein weiteres Endlager. Das wollen wir nicht haben. Und die Transporte sind hochgefährlich nach Frankreich.
Die gehen durch Münster durch. In Münster gibt es da breiten Widerstand dagegen. Es gab neulich einen Bürgerantrag mit über 1000 Unterschriften, soweit ich weiß. Ist leider von der Ratsmehrheit abgelehnt worden. Da muss weiter am Ball geblieben werden. Auch in den anderen Städten durch die Transporte durchrollen. Großstädte wie Köln und Düsseldorf sind dabei. Auch da muss mehr Widerstand kommen, um das Zeug zu verhindern. Insgesamt ist unsere Forderung Richtung Landesregierung, die Betriebsgenehmigungen für Urenco müssen aufgehoben werden. Das Zwischenlager darf nicht gebaut werden. Die Anlage muss gestoppt werden hier. Und dafür werden wir weiterhin kämpfen und arbeiten und hoffen auf eure Unterstützung, aus nah und aus fern. Danke dafür.